Mein Name ist Judith, ich komme aus dem Ruhrpott und bin 23 Jahre alt und ich und mein Verlobter erwarten unser erstes Kind. Ich würde euch erstmal ein bisschen was über mich erzählen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, um meine Denkweise zu verstehen. Ich habe mit 14 Borderline diagnostiziert bekommen und bin viel in Heimen unterwegs gewesen und habe jetzt meine eigene Wohnung und werde auch nicht mehr betreut. Das heißt, mein Krankheitsverlauf hat sich gebessert. Ich bin aus dem Gröbsten raus. Natürlich war es trotzdem erstmal ein Schock, dass ich schwanger war. Ich erzähle euch jetzt erstmal von dem ersten Tag, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ich war 2 Tage über meiner Periode und meine Brüste haben gespannt und ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Mein Freund war da und eine Freundin und der Test war dann sofort positiv und ich war erstmal total geschockt. Nicht gefreut, aber ich war auch nicht traurig oder so, ich war einfach nur geschockt und über mir sind erstmal eine Menge an Gedanken und Sorgen hereingebrochen. Mein Freund hat sich eigentlich relativ schnell gefreut und die Freundin auch. Ja, für mich war das aber natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich halt wirklich erstmal gedacht habe, wie kann man das überhaupt schaffen? Ich bin ja jetzt auch noch nicht wirklich alt und in meinem Leben gibt es eigentlich noch viel zu regeln. Dann erzähle ich euch jetzt erstmal so von dem ersten Drittel der Schwangerschaft. Wir sind dann erstmal zum Frauenarzt einen Tag später gegangen. Da war ich 5+3. Die Schwangerschaft wurde da bestätigt. Daraufhin fing es dann wirklich an, dass wir unsere Sorgen konkret machen mussten, darüber sprechen mussten und uns dazu entschieden haben, uns Hilfe vom Jugendamt zu holen, um einfach von Anfang an Unterstützung zu haben und dass jemand ein Auge drauf hat. Ja, dann ging es natürlich mit Gesprächen zwischen uns weiter, dass wir viel ändern müssen an unserem Leben, viel jetzt auf die Reihe kriegen müssen. Ja, Symptome in den ersten 3 Monaten waren eigentlich so gut wie gar nichts. Mir ging es relativ gut. Es hat sich nicht angefühlt, als wäre ich schwanger. Da habe ich also echt Glück gehabt. Die Leute in meiner Umgebung haben teils gut und teils schlecht reagiert. Manchmal haben sich dann natürlich auch Sorgen gemacht, wie das wird, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber im Endeffekt haben wir jetzt sehr, sehr viel Unterstützung. Im ersten Drittel ist dann halt alles gut gelaufen bis auf 9+0. Da bin ich morgens wach geworden und hatte eine Blutung, woraufhin wir einen Krankenwagen gerufen haben, da ich auch eine Risikoschwangerschaft habe, dadurch, dass ich an Diabetes erkrankt bin. Der Krankenwagen hat uns dann in die Klinik gebracht. Das war dann der Verdacht darauf, dass das Kind abgegangen ist. Mein Freund und mir ging es dann nicht so gut. Ich habe sehr, sehr viel geweint und habe mir Sorgen gemacht. Und dann wurde ich untersucht und hatte einen Ultraschall und ja, habe dann das Kind auch gesehen und war dann richtig glücklich, dass das Kind noch da ist und der Herzschlag zu hören war. Und ja, dann musste ich eine Woche später zum Frauenarzt zur Kontrolle. Das Hämatom ist auch weggegangen, wodurch ich geblutet habe. Da gab es dann keine Probleme mehr. Ich nehme zurzeit trotzdem dreimal am Tag 2 Tabletten Magnesium. Einfach damit sowas nicht mehr so schnell vorkommen kann. Sonst war die erste Schwangerschaftshälfte echt, also das erste Trimester echt gut. Keine Probleme mit Symptomen oder sonst irgendwas. Ja, ich bin jetzt in der 15. Woche, morgen komme ich in die 16. Woche und muss sagen, seit ich im 4. Monat bin, geht es mir hundselend. Mir ist schlecht, ich muss mich sehr, sehr viel übergeben, ich habe Hautprobleme, Haarprobleme, ich habe auch schon 3 Kilo jetzt in der Schwangerschaft zugenommen. Stimmungsschwankungen, mein Freund muss manchmal echt leiden, das tut mir sehr, sehr leid. Aber sonst geht's bis jetzt eigentlich. Ich war auch jetzt dann, das war mir sehr wichtig, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe eigentlich Höhenangst, wollte aber unbedingt mit meinem Kind im Bauch auf dem Riesenrad gehen. Das habe ich dann auch gemacht mit meinem Freund zusammen. Das war sehr schön. Über die Weihnachtsfeiertage war meine Cousine da mit ihren beiden Kindern. Sie hat jetzt ein neugeborenes Kind. Das kam am 27.11.
Und ja, das hatte ich dann auch auf dem Arm und musste natürlich erstmal direkt weinen. Hormone. Und weil ich einfach, ich konnte es nicht fassen, dass sowas Kleines in mir ranwächst. Habe mich darüber sehr gefreut. Ja, und jetzt warten mein Freund und ich eigentlich nur noch darauf, dass wir im Februar in der 20. Woche, bis dahin dauert es ja noch ein bisschen, das Geschlecht erfahren, damit wir anfangen können, das Zimmer zu renovieren und Kleidung zu kaufen und schon mal Flaschen und sowas zu kaufen. Ja, und wir freuen uns schon auf unser Baby. So, das war jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt erstmal den Verlauf meiner Schwangerschaft. Und es würde mich freuen, wenn ihr mich weiter durch meine Schwangerschaft begleitet. Und wenn das so ist, dann sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Tschüss!